Ach ja, und die Musik wegmache. Ja. Ja, unbedingt. Ja. So, da bin ich ja mal gespannt. Erstes Mal warte ich drauf, dass wir aufploppen, damit ich uns beenden kann. So, und dann warte ich auf Zuschauer, die wir nicht haben. Noch nicht. Noch nicht. Achso, diesmal angekündigt vorher? Nö. Oh. Ja, ja, soll ich mal? Weil ich bekomme ja immer gerade noch keine Benachrichtigung. Du bekommst noch keine Benachrichtigung. Na Moment, dann kriegen unsere Leute Benachrichtigungen von mir. Das ist voll komisch. Ich krieg immer Benachrichtigungen, wenn du ein Video hochlädst, aber nie, wenn du streamst. Ist ja ein Ding, ey. Und vor allem, wenn ich so viel auf einmal, so unsere Parts... Ja. Ah, jemand ist da. Ja, aber bei Zuschauer steht komischerweise null. Gleich sofort wieder gegangen. Einfach nur Hallo geschrieben und weg. Erster. Tschüss. So, Moment. Oh, jetzt fängt das ja schon wieder an. Das gibt's doch nicht. Ugh. Weg damit. Ja. Ja. Los, fortsetzen. Herein. Nein, das sind unsere... Obernachbarn. Mhm. Den hast du schon mal so richtig den Marsch geblasen. Hab ich gar nicht. Nein, hast du auch nicht. Ich bin nur freundlich hochgegangen und hab gefragt, wie lange sie noch bohren. Ich bin der beste YouTuber mit YU. Ja. 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 Was ist YouTube? Also... Keine Ahnung. Das ist bestimmt so der chinesische Abklatsch von YouTube. Entschuldigung, das ist gemein. Fortsetzen! Ja. Toll, wenn man ablenken kann. So, wir zurück zum Blumenbeet, müssen wir wohl. Na, zu dem neuesten, aber du musst halt wieder erstmal noch zurück zur Kanzlei, hab ich schon gemacht. Du hast vor mir... Okay, ja, Dekan der Mona mit seiner... Ja, wir haben mit den seiner... Fall schon. Wir haben den Fall! So. Jo. Also, so, Kanzlei. Karte. Karte. Karte und da rein. Ja. Ja. Nein. Daneben nicht. Du hast ja schon. Aber vielleicht will ich nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen. Was ist hier? Hä? Du kannst dir reden. Warum? Weil das schon immer ging. Warum haben wir das nie gemacht? Das haben wir echt nie gemacht. Das haben wir... Nein! Meine Welt geht gerade zugrunde, das gibt's doch nicht. Und das war der Beginn seiner Schwärmerei, was? Anschließend bestand er darauf, mein persönlicher Assistent zu werden, obwohl ich ihm gesagt habe, dass ich keinen brauche. Wo bleibt er mit meinem Tee? Ja, damit begann er mit seiner Schwärmerei. Ja. Hm. Counter aktualisieren. Ja. Ja. Okay. Okay. Hauptsache, Kira weiß Bescheid, was der Counter schlägt. Ja. Gut, weil ich nicht. Ich weiß, dass du zwei wieder voraus bist. Was sagt er hier eigentlich? Ich habe schon gerade erzählt, wie wir uns kennengelernt haben, Miss. Oh, ja, wo war das gleich nochmal? Wie ist das passiert? Du weißt es nicht mehr. Bei Scotland Yard, in Inspektor Hastings Büro. Du warst nackt, ich war nackt. Und nichts ist passiert. So wie bei Platscher. Fall 11. In der Chancer Lane ist schwer was los. Es gab einen Mord und Cat ist... Die Mörderin. Verdächtige. Nein, die Mörderin. Unbedingt. Hat ihn gesucht Catria Layton heißt der Fall. Ich bin noch nicht so weit. Und wieder beginnt ein wunderbarer Tag. Schenk uns doch ein wenig Tee ein, Ernest, ja? Guten Morgen, Welt und alle, die sie bevölkern. Wird gemacht. Du bist ja heute Morgen ja blendend gelaunt. Gab es gute Neuigkeiten oder so? Ja, ich habe jemanden umgebracht. Oh, das ist dir aufgefallen? Ist das offensichtlich? Ich dachte, dass ich es recht gut verberge. Klar doch, du Pokerface, Pokerface. Ist dir klar, dass du gesummt hast? Und das laut? Du hast so gemacht.
Also, gestern habe ich ein Stück die Straße runter im Adlersnest vorbeigeschaut. Ihr wisst schon, diese Boutique, die Miss Adler gehört. Jedenfalls habe ich dort einen wunderschönen Hut gesehen, aber ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich ihn anprobieren soll. Das Leben ist hart, was? So unglaublich hart! So unglaublich hart wie... Dann wollte Miss Adler auch schon schließen und ich musste gehen. Aber ich habe die ganze Nacht an nichts anderes gedacht. Als an dieses harte Leben. Und das und am Ende wurde dir klar, dass das alles nur Zeitverschwendung war? Und am Ende entschied ich mich, mir mal was zu gönnen und ihn zu kaufen. Also geht es jetzt ab ins Adlersnest. Ach, ich hatte so gehofft, dass da mehr dahinter steckt als ein Hut. Schau, die Auswahl von Hüten ist ein sehr ernstes Thema. Damit beschäftigt man sich eben als englische Lady und das ist auch gut so. Mhm. Ja. Genau. Der Beweis für Cats Schuld ist dann ein Zettel, auf dem steht, Cat war's. Ja. Oh. Ich freue mich sehr darauf, Miss. Du wirst sicher traumhaft damit aussehen. Danke, Ernest. Und jetzt hat sie sich ein Zimmer gekauft. Ist euch beiden eigentlich aufgefallen, dass vor unserer Tür ziemlich Trubel herrscht? Ich höre da viele Stimmen, ja. Manche sogar wirklich von da draußen. Oh, da ist ja tatsächlich eine richtige Menschenmenge. Was da wohl los war, tut. Vielleicht sollten wir uns das mal ansehen. Oh, die stehen alle vor dem Adlersnest. Und niemand wedelt mit dem Schwanz. Scheint was Ernstes zu sein. Ich sehe da kaum was. Keine Ahnung, was da los ist. Miss Layton, schau mal. Da ist ein Polizist vor dem Laden. Cockbooker, Cockbooker! Die Polizei ist vor Ort? Da muss etwas passiert sein. Scheint wohl tatsächlich so. Herrje, fragen wir am besten mal die Leute hier, ob sie etwas wissen. Ja, der ist kein Polizist. Entschuldigen Sie bitte. Oh, tut mir leid, junger Mann. Ich habe hier alle Hände voll zu tun. Das ist eine krasse Story. Die Mega-Story. Die Ultra-Mega-Riesen-Story. Die hat sogar ein Story-Lied in ihrem Inventar. Es ist Story-Need. Deswegen ist es zur Mega-Story geworden. Wenn das nicht aufs Titelblatt kommt, fresse ich eine Druckerpresse. Natürlich muss ich den Artikel erst noch schreiben, aber Moment mal. Sie sind doch der Bursche von der Detektei Layton. Ja, ganz richtig. Was ist denn hier los, Samuel? Und Miss Layton, eidert aus. Verzeihung? Habe ich. Die gigantomanische Story ist das übrigens. Oje, oje, Mini. Sie ist das. Miss Layton ist hier. Schaut. Sie ist es. Sie ist es höchstpersönlich. Kann das wirklich sein? Mehr dazu. Trommelwirbel. Nach der Werbung. Was hast du denn getan, Cat? Die sind ja komplett aus dem Häuschen wegen dir. Keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, was da los ist. Ich frage einfach mal einen der Polizisten. Das kannst du dir wohl sparen, Ernst. Da kommt schon einer zu uns herüber. Schaut, den kennen wir noch gar nicht, oder? Hm. Bäh. Wie heißt der? C.I. Roy L. Brighton? Royal Britain. Hm. Royal Britain, okay. Irgendwie sowas. Ja, aber ist der C.I. sein Rang oder sowas? Wahrscheinlich irgendwie so. Weil es sieht nicht aus wie ein ja, Kill. Keine Ahnung. Es sieht eher aus, wenn man so ganz blöd guckt, wie ein A. Ja. ganz, aber wie ein kleines A, aber sehr groß geschrieben. Was könnte das noch sein? Keine Ahnung, aber wird sich ja bestimmt vorstellen. Oh, so rum, wenn man so rumguckt, ist es wie ein Topf. Topf Royal Bar Britain. Okay. Okay, also, Miss Catriel Layton nehme ich an, von der Detektei Layton. Ja, ganz recht. Kennen wir uns? Mein Name ist Britton, Chefinspektor... Chefinspektor. Cock Britton. Chefinspektor Britton. Bond. Chefinspektor Bond. Ich arbeite für Scotland Yard.
Oh, tja, freut mich, Sie kennenzulernen, Chefinspektor. Hier ist ja ganz schön was los, oder? Was ist denn passiert? Bitte sprechen Sie nicht mit mir. Es verstößt gegen die Vorschriften, mit Verdächtigen zu sprechen. Mit Verdächtigen? Nein, nein, ich bin... Kittrell Layton, ich verhafte Sie hiermit wegen des Verdachts auf Rechtsbeugung und... Nein, Sie können doch Miss Layton nicht einfach festnehmen. Cat muss hinter Gitter? Endlich! Warten Sie doch bitte mal, Herr Chefinspektor, was wird mir überhaupt vorgeworfen? Warum verhaften Sie mich? Ich bitte Sie, Sie sind eine Verdächtige im Mordfall Katja Adler, der Besitzerin vom Adlers Nest. Oder Adlers Nest? Keine Ahnung. Bestimmt. Miss Adler? Das Adlers Nest, von dem habe ich ja noch nie gehört. Mordfall? Vor allem nicht gerade eben. Mordfall? 2 Uhr. Mordfall? Mordfall. Hey, ist das da hinten nicht dieser eine Bereich ja. mit den Kriminellen, die keine Kriminellen sind? Mit dem Punk. Ja, mit dem Punk, der kein Punk ist, der kein Krimineller ist. Sie meinen, Miss Adler wurde ermordet? Oh, stimmt. Ich weiß, wen ich als Inspektor und Chefinspektor lieber hätte. Ja. Ja, Inspektor Very Long und Chefinspektor, Chief Inspector Even Longer. Hast du das noch nie geguckt? Nee. Der Wichser? Nee. Oh, ist echt gut. Ich könnte mich als Führer anbieten. Beeindruckende schauspielerische Leistung, meine Gute. Aber übertreiben Sie es nicht ein wenig? Ich weiß doch, dass Sie es waren. Ich höre gerade zum ersten Mal von der Sache. Ach wirklich? Gut, dann hilft der folgende kleine Abriss Ihrem Gedächtnis ja vielleicht auf die Sprünge. Heute Morgen ging die Meldung ein, dass Sie, die Eigentümerin vom Adlers Nest, Miss Katja Adler, regungslos, nee, Moment, dass die Eigentümerin vom Adlers Nest, Miss Katja würde ich sagen. Katja. Ja, ich glaube doch Katja Adler, das macht sonst keinen Sinn. Klingt sonst nicht so. Regungslos in ihrer Boutique aufgefunden worden war. Die Polizei eilte zum Tatort, doch das Opfer war bereits tot. Das ist kaum zu glauben. Die arme Miss Adler. Ich wollte doch was bei ihr kaufen. Wir konnten den Zeitpunkt des Todes auf gestern Abend einschränken. Und laut Augenzeugenberichten wurden Sie, Miss Layton, genau zu dieser Zeit dabei gesehen, wie Sie den Laden betraten. Also, Teuerste, was haben Sie dazu zu sagen? Es ist doch offensichtlich, dass Sie es waren. Wenn die mit solchen Beweisen in Großbritannien... Ich höre schon auf damit. Es ist ein Spiel. Ja. Es hat nichts mit der Realität zu tun. Ja. Richtig, ich war gestern in Adlers Nest. Da haben Sie recht. Ich hatte überlegt, mir dort einen Hut zu kaufen. Und dann haben Sie ihn geklaut. Aber Miss Adler erfreute sich bester Gesundheit, als ich ging. Sie können mich gern unten im Yard weiter belügen. Constabler, führen Sie die Verdächtige ab. Jawohl, Herr Chefinspektor. Miss Layton, ich muss Sie leider bitten, mich aufs Revier zu begleiten. Nein, Miss Layton ist doch keine Verbrecherin. Das ist doch schierer Wahnsinn. Nehmen Sie mich mit. Ich war es. Ernest hat recht. Bitte hören Sie mir doch zu. Er war es. Kommen Sie bitte mit, Miss, sonst muss ich Sie leider in Handschellen legen. Meine Güte, die nehmen dich ja wirklich fest, Miss. In Handschellen? Aber ich bin doch keine Mörderin. Tut mir leid, Miss, aber wir müssen uns in solchen Angelegenheiten an die Vorschriften halten. Das ist alles für die Katz. Die hören dir nicht zu. Hm? Du bist. Ja. Ich versuche nur gerade den Stream-Chat so halbwegs. Nee, kann ich nicht. Ich kann da nichts draus erkennen. Jedenfalls,
Die Story des Jahrhunderts. Die angesehene Detektivin Catriel Layton ist des Mordes angeklagt und ich dachte, mich kann nichts mehr überraschen. Offenbar haben Sie fest vor, mir die Sache anzuhängen.